Herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier in der wunderbaren Welt des Herrn Ebert. Heute in der ersten Woche nach Kino TO. Fehlt nur noch ein T. Kino TO ist abgeschaltet. Kino ist tot. Das heimlich und lizenzfrei für kein Geld Filme gucken aus aller Welt geht nicht mehr. Und da wirft sich natürlich die Frage uns über den Haufen. Kino TO, was bedeutet das eigentlich? Was bedeuten die ganzen Endungen im Internet? Dieses TO zum Schluss, das bedeutet Tobago. Das ist ein kleiner Staat in Afrika. Und man hat natürlich die Betreiber dieser Plattform gefunden. 14 Leute sind festgenommen worden, in Dresden zum Beispiel. Spiel, was natürlich die Vermutung zulässt, dass dieses TO nicht für Tobago stand zum Beispiel, sondern für Torgau oder wer weiß, vielleicht ist das ja Deutsch-Ostafrika, keine Ahnung. Aber viel wichtiger für alle, die im Moment auch in der wunderbaren Welt des Herrn Ebert sich ernähren müssen, ist das hier. Herzlich willkommen jetzt mal unserem Gast heute in der wunderbaren Welt des Herrn Ebert, Lilou. Lilou, so rum. Lilou, würzige. Du hast Preise gewonnen mit deiner Musik. Erzähl mal drüber. Ich habe im November beim Treffen Junge Musikszene mitgemacht. Da wurde ich Bundespreisträgerin. Das ist von den Berliner Festspielen organisiert und vom Ministerium für Bildung und Forschung auch finanziert. Und da durfte ich dann nach Berlin fahren und habe da 5 Tage an Workshops teilgenommen und im Quasimodo gespielt. Das ist ein berühmter Jazzclub. Mhm. Und deine Songs, von denen wir heute auch noch einen hören werden, selbst geschrieben, selbst getextet, was mich ja völlig fasziniert, das ist, Damen und Herren, großartige Lyrik, die Sie da heute zu Gehör bekommen. Wie kommt man auf solche Texte? Wie fällt einem sowas ein? Das wurde ich schon öfter gefragt. Also ich weiß nicht, ich habe so kreative Phasen und dann kommt da irgendwas aus einer einzelnen Zeile, die ich irgendwo lese. Ist das so, dass es, wie beim Schreiben zum Beispiel, der Anfang immer das Schwierigste ist? Ich finde eigentlich so die zweite Strophe immer am schwierigsten, weil wenn man am Anfang schon alles verpulvert, also dann denkt man an der zweiten Strophe so, was schreibe ich jetzt noch oder wie geht der Song jetzt weiter, weil ein Anfang ist schnell gefunden. Irgendwie. Was sind die Themen in deinen Liedern? Liebe oft, Freundschaft, aber auch Kritik an der Gesellschaft teilweise. Okay, wenn du jetzt, ich sag mal, einen Song schreiben müsstest über Atomstrom, womit würdest du dann anfangen? Schwierig. Ja, das weiß also, die FDP nämlich auch nicht. Ja, ich würde ja erst einen Song über Atomstrom schreiben, wenn ich irgendwas lesen würde, was mich inspiriert. Dann lassen wir uns vielleicht mal davon inspirieren. Bist du Fleischesser? Auch. Das ist im Moment ja ganz wichtig, weil solche Sachen sollte man im Moment vielleicht dann doch so ein bisschen links liegen lassen. Es handelt sich um Gurken, Tomaten und Salat. Was würdest du zuallererst nicht essen? Die Tomate. Echt? Warum die Tomate? Das die schmeckt am intensivsten. Die würdest du nicht essen? Die würde ich nicht essen. Okay, und so von der Gefährlichkeit her? Dann eher den Salat. Okay. Also die Gurke ist raus, sozusagen. Die Gurke kann gerettet werden. Die Gurke kann gerettet werden. Ja, ob das wirklich so ist, das weiß Dirk Bach. Hallo und herzlich willkommen, liebe RTL-Zuschauer, hier bei uns im Dschungelcamp. Auch im Zeichen von EHEC, denn meine Co-Moderatorin Frau Hagebusch ist, Dingens hieß sie ja, richtig, ist ja mittlerweile schon in der Klinik. So ein Dünnschiss, hat sie als letztes gesagt. Aber wer ist schuld daran? Eines unserer Gemüse muss heute das Dschungelcamp verlassen. Und jetzt ist die Stunde der Wahrheit gekommen. Die Gurken. Sind es die Gurken? Die Gurken sind es. Vielleicht. Tomaten sind es. Die Tomaten. Die Tomaten sind es nicht. Ich habe leider kein Foto für euch. Salat ist es. Der Salat. Der Salat ist es. Vielleicht. Wer muss heute das Dschungelcamp verlassen? Die Sprossen sind es? Vielleicht. Die Entscheidung fällt natürlich
nach der Salatwerbung. Die Gefahr lauert überall, aber ich würde das nicht gucken. Lilou guckt gerne Fernsehen, hat sie mir erzählt. Und du guckst gerne Frau Katzenberger zum Beispiel. Ja, wenn ich mal Zeit habe, dann gucke ich mir das schon mal an. Aber ich meine, das ist jetzt für dich nicht wirklich höchstes Niveau. Du guckst auch mal Phoenix oder ZDF Neo oder sowas? Ja, ab und zu schon. Aber sowas mache ich hauptsächlich in der Schule. Ja. Deswegen will ich dann zu Hause einfach mal entspannen und nicht denken müssen. Und dafür ist Frau Katzenberger hochnotgeeignet. Ja. Ich weiß nicht, was diese Frau... Ich muss mir wahrscheinlich wirklich noch größere Brüste wachsen lassen. Das würde dir gut stehen wahrscheinlich. Es wäre auch noch Platz hier oben. Guck mal. Ja, egal. Wir wollen ja nicht über Fernsehen reden. Wir wollen darüber reden, dass du Musik machst. Und wir wollen sie vor allen Dingen auch hören gleich nach der Werbung. Schön, dass Sie dran geblieben sind. Jetzt im zweiten Teil Musik von Lilou und wir hören heute noch etwas ganz Besonderes, einen kleinen Jubiläumssong, der sehr, sehr bunt werden wird. Lassen Sie sich einfach mal überraschen. Lilou spielt jetzt für uns ihren neuen Song, 6000 Meilen heißt der und den gibt's auch im Netz. Genau, auf Facebook zum Download. Auf Facebook zum Download, also gucken Sie da gern mal Lilou, L-I-L-O-U. Geschrieben. Und hier ist sie jetzt bei uns in der wunderbaren Welt des Herrn Ebert mit 6000 Meilen. Wirst du dich an meinen Namen erinnern? 6000 Meilen entfernt würdest du bleiben, wenn da ein Weg wär. Wir sind beide fremd in der Stadt, die nie schläft. Und die Nacht ist lebendiger als der Tag. Wir haben nichts gemeinsam, doch das macht uns besonders. Besonders leicht sich zu verlieren. Wir haben nichts gemeinsam. Bleib nicht stehen. Goodbye. Ich schau dir nach. Erinnere mich jahrelang an jedes Gespräch und alles, was war. Ich schau dir nach. Dreh dich bitte nicht um. Ich bin nur der Planet auf der falschen Bahn. Wolkenkratzer ragten bis in die Freiheit. Wir standen über der Stadt, keine Idee zu spontan. Wir ziehen durch die Nacht, bei Sonnenaufgang noch wach. Erinnerung, ich erkenne dich nicht. Erinnerst du dich? Der letzte Tanz und deine Ignoranz. Das macht es besonders, besonders leicht sich zu verlieren. Wir haben nichts gemeinsam, bleib nicht stehen. Bleib doch stehen, bleib doch stehen. Goodbye. Ich schau dir nach. Erinnere mich jahrelang an jedes Gespräch und alles, was war. Ich schau dir nach. Dreh dich bitte nicht um. Ich bin nur der Planet auf der falschen Bahn.
dich um, dreh dich um, dreh dich nicht um. Dreh dich nicht um, dreh dich. Wunderschön. Lilu. Auf Facebook gibt's den Song zum Gratis-Download. Alle sind herzlich eingeladen. Danke, dass du hier warst. Danke fürs Mitmachen. Danke, dass ich hier sein durfte. In der wunderbaren Welt des Herrn Ebert gibt's jetzt aber noch ein Jubiläum zu feiern. Und jetzt wird's richtig bunt. Schauen Sie mal. Gute Nachricht ist, EHEC geht an Gummi nicht ran. Herzlichen Glückwunsch zum 25. Jubiläum der EZ-Hilfe in Frankfurt. Und Sie können dieses Video gerne weiterschicken an alle Freunde, Bekannte. Und damit ist allen geholfen. Sie wissen ja, Kondome schützen. Danke fürs Weiterschicken. Und das war's auch schon für diese Woche. In der nächsten Ausgabe der wunderbaren Welt des Herrn Ebert gibt's Spezialgäste für alle Muttis, alle Omas, alle Schwiegermamas und alle schwulen Bauern Deutschlands. Wir haben sie nämlich hier, die jungen Tenöre. Und sie werden uns zuckerwatteweich ein Liedchen zum Besten geben und uns Geheimnisse aus ihrem Tourleben verraten. Ich sage nur, gab's BHs auf der Bühne von Fenster hingeworfen? Ja oder nein? Erfahren Sie in der nächsten Ausgabe dieser wundervollen Unterhaltungssendung. Bis dahin, schöne Zeit.